Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Tom Clancy's The Division 83. Ich bin euer Maumann und wir werden jetzt Gramercy objektfrei machen. Wir werden das hier mal alles clearen. Einer unserer Meilensteine, damit wir das gesamte Spiel hier mal richtig durchbekommen. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich hier wirklich etwas richtig durchnehme. Ich durchzocke. Da oben ist noch eine Telefonaufzeichnung. Nicht? Doch, da liegt's. So, wenn wir das haben, machen wir uns auf dem Weg zu dem da. Überlebender 001, Audioaufzeichnung eines Überlebenden. Hey Bruder, ich bin's. Sorry, konnte nicht rangehen. Ich war bei dem Mädchen, von dem ich erzählt habe, Vanessa. Und wenn ich sage, ich war bei ihr, meine ich genau, was du denkst. Mehr sage ich nicht. Ein Gentleman genießt und schweigt. Ja, ja. Jedenfalls wollte ich mal hören, wie es meinem Neffen geht. Mutter hinterlässt ständig Nachrichten und fragt, wann ich am Wochenende komme. Kannst du ihr bitte erklären, dass Studenten am Wochenende lernen müssen? Wenn du es sagst, glaubt sie es vielleicht sogar. Gut, ich muss los. Ruf mich an. Bis später. Muss da auch irgendwo eine Leiter sein? Ist das so? Ist ja noch ein ganzer Block weiter, da hätte ich es ja fast schon verkackt. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Wie soll ich jetzt da reinkommen? Da oben. Tatsache. Doch, hier drin. Da oben war eine Brücke gewesen. Da. Entschuldigung. Audioaufzeichnung eines Überlebenden. Hey Danny, ich bin's. Tja, wahrscheinlich hast du gehört, was los ist. Sie sagen immer noch Grippe, aber ich weiß ja nicht. Gestern Nacht habe ich Vanessa in die Notaufnahme gebracht. Es war schlimm. Sie hatte fast 40 Grad Fieber, hat halluziniert und ihre Haut... Tja, sie haben sie da behalten. Ich bin kein Angehöriger, also sagen sie mir nichts. Ich glaube, sie wissen ohnehin nichts. Aber mir geht es noch gut. Lass das Mama wissen, aber... Mann, es wird komisch. So viele Leute werden krank. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Sie richten Kliniken in Parks ein und so. Das ist echt wild. Ich versuch später wieder. Wieder eine Jacke. Und gleich nochmal die gleiche Jacke. Jo.
Überlebensratgeber, Seite 13, Seite aus dem Überlebensratgeber mit April Kellehers Anmerkung. Was ist denn hier draußen? Kommt man hier auch raus? Also richtig raus? Runter, meine ich? Offensichtlich. Oh oh. Boah, ich bin echt der Meister der Abkürzung. Überlebende Aufzeichnung. Drohne. Hey, großer Bruder. Hier ist Joel. Vanessa ist tot. Das muss wohl das Schlimmste sein, was ich je gesagt habe. Vor einem Monat saßen wir zusammen im Kurs Vergleichende Literaturwissenschaft. Heute Morgen... Die wollten mich nicht zu ihr lassen. Ich habe gesagt, ihre Familie ist in Hongkong. Die wissen doch, dass die Flughäfen dicht sind. Gott, wie schnell das alles gegangen ist. Ich weiß nicht, wo sie ist, Danny. Oder was sie mit ihr gemacht haben, mit ihrer... Der Unterricht an der Uni fällt aus und Brücken, Tunnel, alles ist gesperrt. Bitte sag Mama, dass es mir gut geht. Stimmt zwar nicht, aber immerhin bin ich nicht krank. Ruf mich an, bitte. Finde ich schlimm, ey, diese Aufzeichnung. Erstmal einen Weg hier finden, wie ich da reinkomme. Boah, ich ahne Schreckliches. Da. Okay, jetzt war gar nicht mal so blöd. Muss hier runter? Das, da habt ihr aber was gebaut, ey. Wow. Das ist ja richtig Beschäftigungstherapie. Basketball, auch mitten in der Krise. Auch mitten in der Krise blitzt bei den Zivilisten hin und wieder etwas wie ein normales Leben auf. Auf diesem Bild findet ein Basketballspiel zwischen verschiedenen Gruppen von Flüchtlingen statt, von denen sie die meisten noch nie zuvor gesehen haben. Weg wieder zurück hier. Da ist eine Leiter, die nehmen wir gleich mal mit. Und schon sind wir ganz unten. Vorne sind ein paar Rikers.
So, wo soll das jetzt sein? Komme ich da rein? Nee. Eingang suchen, Eingang suchen. Ah. Hinterhof suchen, Hinterhof suchen. Halt ein Licht, ich sehe es so schon aufblitzen. Captain Roy Benitez unterrichtet die JTF über Direktive 51. Was überlässt diese Directive 51 dann uns? Unsere verdammten Jobs zu tun. Ihr werdet immer noch auf der Straße sein. Ihr werdet den Leuten helfen. Ihr werdet dasselbe tun wie immer. In den Einsatzzentren werden Leute wie ich beratende Funktionen haben. Wir sind der Division unterstellt, aber hey, wenn es sein muss, das kennen wir doch schon von 9/11 und Sandy. Der Staat ist eingeschritten, weil wir ihn brauchten. Wenn es richtig schlimm wird, passiert genau das. Sieht genau gleich aus. Aber der Eingang ist ja schon vielversprechend, aber wollen sie mich trotzdem nicht haben. Also wirklich, das. Hey, Denno, ich bin's. Ah, hey, ich weiß, aber hier ist echt Hektik. Meine Soziologie-Hausarbeit hat länger gedauert als erwartet. Und dann ist Vanessa krank geworden. Und ich wollte ihr Hühnersuppe bringen und Gosling-Filme mit ihr ansehen und so. Naja, der fanate Freund sein. Hey, du musst sie irgendwann kennenlernen, Mann. Aber nicht diese Woche. Sie ist immer noch sterbenskrank und das geht hier gerade rum. Das fehlte noch, dass du die Leute zu Hause ansteckst. Sag Mama, es tut mir leid und ich verspreche, dass ich in den Ferien komme, okay? Du bist der Beste. Bis später. Ach, die arme Vanessa. Eine Angestellte einer PR-Agentur schickt Charles Bliss eine Nachricht. Wow. Bliss, der Obermufti. Lieutenant Colonel Bliss, hier ist Arthur Trent von Polena Nguyen Creative Associates. Ich möchte zunächst betonen, welch ein Vergnügen es ist, für einen Konzern wie Ihren zu arbeiten, der sich so um die Sicherheit unseres großen Landes verdient macht. Ich habe Ihnen den Entwurf für den Film über Ihren Konzern geschickt, den wir Inseldonner nennen. Er beginnt mit dem Vorbeiflug einer Staffel Kampfhubschrauber, die aus allen Rohren feuern. Hinter ihnen gibt es eine Explosion. Dann folgt ein Schwenk nach unten, wo ein Soldat in der Uniform Ihres Konzerns ein Dutzend Feinde mit einem massiven MG ausschaltet. Unterlegt mit Heavy Metal und einer Stimme aus dem Off, die betont, was für unglaubliche Abenteuer Ihre Männer Tag für Tag erleben. Sagen Sie mir Ihre Meinung. Ich glaube, ich habe nicht überlebt, meine Freunde. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Oder?
bitte lass es der richtige Weg sein. Oh, 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 oh. Schmerzlos! Es geht los! So, mit O. Das war der letzte. Captain Roy Benitez und Richard JTF über Direktive. Aber 51. Im Moment müsst ihr euch keine Sorgen darüber machen, was passiert, nachdem wir dieses Chaos überstanden haben. Erstmal müssen wir überhaupt so weit kommen und dafür brauchen wir die Hilfe dieser Division-Typen. Also, die erste Welle von Agenten wurde aktiviert und ich weiß, dass einige von euch sie schon im Einsatz getroffen haben. Ich weiß nicht, wie viele es von ihnen gibt oder wie viele Wellen. So viele wie nötig, hoffe ich, aber das liegt nicht an mir. Ihr werdet ermutigt, mit ihnen zu reden, sie kennenzulernen und vor allem einen Weg zu finden, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es mögen zwar Bundesagenten sein, aber sie sind auch New Yorker. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich würde gerne die Nachschublieferung da hinten nochmal mitnehmen, 600 Meter noch. Und dann machen wir mal einen Cut. Weil ist denn das wirklich jetzt? Teleportieren wir uns doch einfach mal hin, oder? Betreten eines sicheren Bereichs. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Meter noch. Ich bin nicht der Feind. So, wie wird das jetzt ablaufen hier? Okay. Das war's. Sie haben die Nachschublieferung erfolgreich eingenommen. Alle Nachschubabwurfstellen geräumt.
Geil. Habe ich voll Bock drauf. Eieiei. Gehen wir einfach schon mal so nach dorthin, nach Kipps Bay. Dann machen wir jetzt mal einen Cut. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.